Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hill. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Beim letzten Mal sind wir ja hier an der Stelle stehen geblieben, wo wir die Brücke freigelassen haben, beziehungsweise hochgelassen haben. Runtergelassen haben. Jetzt haben wir's. Jo! Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier raus. Und begeben uns über die Brücke. Zweite Stadt, meine lieben Freunde. Okay, Patronen, das ist immer gut. So, die Karte. Ich würde sagen, auf direkten Weg zum Polizeigebäude. Ich weiß nicht warum, das klingt an sichersten. Yay. Oh, Patronen. Und hier sind auch Patronen. Noch mehr Patronen. Es liegt eine Notiz auf den Schreibtisch. Gerichtsmediziner Seals hat angerufen. Polizeibeamter Gushi höchstwahrscheinlich nicht ermordet. Offensichtlich natürlichen Todesursache. Aber laut Personalakte hatte Gushi zuvor keinerlei Symptome von Herzerkrankungen. Okay. Müssen wir nicht zum Krankenhaus? Ist hier irgendwo ein Hospital? Da unten. Da müssen wir hin. Da gehen wir auch gleich ein nächstes hin, würde ich sagen. Also auf so ein Hospital. Oh Mann. Das Krankenhaus sah riesig aus auf der Karte. Oh oh, ich glaube, das wird ein Riesenkrankenhausbesuch. Einmal für die ganze Familie zum Mitnehmen auf Deutsch gesagt. Der war schlecht, oder? Okay, hier bin ich richtig. Hier muss irgendwo der Eingang sein. Seid ihr tot? Ich glaube ja. Gut, dann ab ins Krankenhaus. Vorher würde ich aber gerne mal gucken. 5 Stück und 1 sollten wir auf jeden Fall verwenden. Okay, hier können wir speichern. Brauchen wir aber jetzt gerade nicht.
Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God. Another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Oh, nochmal Glück gehabt, der hätte uns fast erschossen. Nichts Ungewöhnliches, was haben wir hier? Das ist eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Hat der Artikel irgendeine Bedeutung? So eine Landkarte bräuchte ich natürlich noch. Für dieses Krankenhaus hier. Damit ich weiß, wo ich bin. Nichts Ungewöhnliches. Okay, Verbandskasten. Das ist eine Karte des Krankenhauses. Die nehmen wir natürlich mit. Dann wissen wir jetzt nämlich, wo wir sind. Okay, die Wege, die wir schon gegangen sind, scheinen automatisch angekreuzt zu sein. Das ist gut, dann müssen wir sie nicht extra ankreuzen. So, war ich da schon drinne? Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Hier war ich auf jeden Fall schon. Aber da war noch ein extra Raum. Da war noch ein extra Raum. Gucken. Entrace oder so. Ach, jetzt bin ich im Flur. Das Schloss klemmt. War da noch eine Tür irgendwo? Das ist wieder so ein großes Gebäude. Mit Toiletten und so einem Scheiß. Klasse. Okay. Also, ich gucke jetzt immer mal auf die Karte, dass ich den Weg ungefähr habe.
Ist hier mal das? Ist hier noch irgendwo eine Tür? Nee, hier ist nur die eine.